Herzlich willkommen in der Zwergenfestung. Mein Name ist Markus und wir befinden uns hier in der Tutorial-Reihe zu Dwarf Fortress in der Steam-Version. Und zwar Tutorial Nummer 3. Denn heute geht es um den richtigen Startpunkt. Nachdem wir uns das letzte Mal schon mit dem Legends-Mode auseinandergesetzt haben und das vorletzte Mal mit der Weltgenerierung selbst, wollen wir jetzt mal schauen, wo wir denn jetzt mit unserer Siedlung überhaupt anfangen wollen auf der Karte. Das soll natürlich für Newcomer-Spieler nicht so schwierig sein. Deswegen wollen wir mal schauen, was da für Möglichkeiten gibt, diese Karte zu analysieren und zu schauen, wo wir uns denn da am schlausten hinsetzen. So, wir befinden uns hier immer noch in dem Menü, wo wir den Fortress Mode auswählen können. Was anderes ist jetzt ja nicht mehr übrig. Jetzt klicken wir halt mal da drauf und lassen dann die ersten zwei Wochen der weiteren Weltgeschichte sozusagen mal ins Land gehen. So, bei Tag 14 geht es nämlich auch weiter. So, und dann werden wir hier begrüßt und uns wird das Tutorial angeboten. Das müssen wir jetzt in diesem Fall tatsächlich einmal skippen. Wenn du das schon gemacht haben solltest, ist auf jeden Fall definitiv nicht verkehrt. Aber wenn du jetzt auf Start Tutorial klicken solltest, dann wird für dich halt automatisch ein Platz auf der Karte rausgesucht und wir können das halt nicht mehr selber customizen. Und deswegen gehen wir auf Skip Tutorial, bestätigen das hier nochmal. Und dann sind wir jetzt hier auf der Karte, wie wir sie auch am Anfang generiert haben. So, wir beginnen mal am besten damit mit einer kleinen Wiederholung, dass ich dir einmal nochmal zeige, wie diese Legende hier oben rechts in der Ecke dann zu lesen ist. So, da suche ich mir mal hier ein Städtchen mal hier raus oder ein Ort. Oder diese kleinen Symbole sind auf jeden Fall hier diese ganzen Orte, falls du das in der Weltgenerierung noch nicht gesehen haben solltest. Es gibt hier ganz viele kleine Örtchen hier drauf, die sind manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, aber sie sind tatsächlich da und auch sinnvoll, dass sie da sind. Wir gehen mal diese Legende von oben bis unten relativ zügig durch. Und zwar oben, in diesem Fall The Squash Hills, das ist der Name der Region. Darunter steht dann der Kontinent oder die Insel, wie auch immer du willst. Also dieses ganze Ding hier vorne, das ist jetzt hier eine große Insel. Kannst du auch als Kontinent sehen. Diese kleinen Teile halt hier, die sehen halt eher wirklich wie Inseln aus. Du kannst es für dich klassifizieren, wie du möchtest. Diese Inseln oder Kontinente werden zumindest zusammengefasst und die stehen dann hier halt eben an der zweiten Stelle. Darunter haben wir dann die Art des Bioms, in diesem Fall Temperate Shrubland. Darunter haben wir dann auch die Temperatur passend dann dazu, auch in diesem Fall halt eben Temperate, also eine durchschnittliche Temperatur, relativ moderat. Darunter haben wir dann die Vegetation. Das ist jetzt hier Woodland, also relativ viele Bäume. Wir sind jetzt noch nicht im Wald direkt, aber es sind sehr viele Bäume halt schon da. Und darunter ist der andere Teil der Vegetation. Da steht es Moderate drin, also durchschnittliche viele andere Pflanzen außer den Bäumen. Das können jetzt irgendwelche Büsche sein, Himbeerpflanzen, Erdbeeren oder sowas oder irgendwas anderes, was vielleicht essbar oder auch eben nicht essbar ist. Darunter stehen dann auch schon die Surroundings. So, und diese Surroundings, das gibt jetzt an, ob die Region eher neutral ist oder eher gutartig oder bösartig, also böse ist. Und das erkennen wir halt hier dran. Also das meiste ist halt hier für gewöhnlich immer neutral. Und dann die etwas, also die guten Regionen, die erkennen wir daran, dass die sehr, sehr grün hervorgehoben sind, wie hier zum Beispiel hier an der Seite. Das ist hier zum Beispiel alles sehr gutartig und die bösen Sachen, wie so oft im Leben, sind halt hier braun. Und da steht jetzt zum Beispiel Haunted dran und das ist ja, das ist halt eben eine Ecke, die würde ich jetzt sicherlich mal ausprobieren. Kannst du gerne mal machen, aber ich würde es jetzt nicht am Anfang empfehlen, wenn du noch neu im Spiel bist und erstmal gucken willst, wie alles funktioniert. Da würde ich jetzt erstmal in einer zumindest neutralen Gegend auf jeden Fall bleiben. So, dann geht es weiter. Wir haben da drunter einen Ort stehen und in diesem Fall sind es Dwarven Hillocks, also so Hügel im Grunde von den Zwergen. Da steht auch dann direkt der Name dran, wie das halt hier heißt. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Also hier haben wir zum Beispiel eine Dwarven Fortress, hier oben haben wir einen Tower und was haben wir hier noch? Human Hamlet. Ne, das können diese vielen kleinen Orte sein, also Dörfchen, Festungen, Camps, alles Mögliche. Ich blende am besten hier auch nochmal die Übersicht ein, damit du einmal sehen kannst, was welches Symbol bedeutet.
Darunter haben wir dann stehen, ob es hier einen Fluss gibt und wie der denn heißt. Also Stream, Whale Carriage steht jetzt hier zum Beispiel dran. Ja, genau, hier haben wir zum Beispiel Forry Blush und The Pine of Martyrs, ja, sowas zum Beispiel, ne? Und das ist auf jeden Fall für dich wichtig, wenn du halt eine zusätzliche Wasserversorgung haben möchtest. Darunter haben wir dann die Bodenschätze. Das heißt Bodenschätze in Anführungszeichen. Also die ersten Punkte zeigen halt hier, ob du Ton hast, ob du Erde zum Anbauen hast oder halt auch Sand hast. Sand gibt es jetzt hier nicht. Ich guck mal, da gibt es auch Sand zum Beispiel kurz darüber. Shallow Sand und Deep Soil, also auch noch tiefe Erde haben wir hier auch nochmal. Gehen nochmal zurück zu der anderen Stadt hier. Darunter haben wir dann die Aquifer. Da gibt es dann Light Aquifer und Heavy Aquifer. Beides hört sich erstmal toll an, wenn man es erstmal übersetzt als Wasserader. Denkt man so, schön, okay, dann kriege ich da kostenlos Wasser. Ja, kostenlos gibt es das auf jeden Fall. Allerdings kann es halt eben sein, dass deine Festung halt eben dadurch absäuft, wenn du da durchgräbst und das Wasser unaufhörlich im Grunde in die Festung weiterströmt. Also ich würde davon die Finger lassen, zumindest anfangs. Man kann sich da sicherlich auch behelfen, aber ich würde anfangs eine Region versuchen zu finden, die eben keinen Aquifer hat. So, unter den Aquifern sehen wir dann halt auch die restlichen Bodenschätze, also in diesem Fall Metalle. Wir haben hier Eisen, Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Platin und Blei. Wahrscheinlich gibt es hier auch noch ein paar Regionen, wo kaum was vorhanden ist. Hier vorne sieht das eigentlich ganz gut aus. Wenn ich hier so ganz grob rumgucke, da gibt es eigentlich überall irgendwie was. Das brauchst du natürlich auf jeden Fall, um beispielsweise Waffen herzustellen. Darunter haben wir dann ein Fluxstone Layer. Dieses Fluxstone brauchst du später auf jeden Fall, um auch Stahl herstellen zu können. Darunter stehen dann auch noch unsere Nachbarn, das haben wir bei der Weltgenerierung noch nicht gehabt. Da steht dann halt, wie weit jetzt die nächsten Nachbarn von uns entfernt sind. Also ob es jetzt Elfen, Goblins, die in diesem Fall, hier steht auch dran Hostile, die da so feindlich sind, oder ob es halt eben auch Zwerge sind. Oder in diesem Fall hier Humans zum Beispiel, die stehen dann halt auch nochmal hier dran. Da kann man jetzt zum Beispiel abschätzen, ob man sich direkt neben eine Festung von den Goblins beispielsweise setzen möchte oder ob das vielleicht dann doch nicht so eine tolle Idee ist. Das kann man also hier drüber zumindest schon mal abschätzen. Ja, wenn du diese Karte hier mal einfach ein bisschen durchscannst, kannst du mit der linken Maustaste auch drauf drücken. Dann kannst du hier direkt sehen, wenn du mit der mittleren Maustaste, mit der gedrückten Maustaste einfach mal hier drüber scrollst, dann kannst du dir die ganzen Details von dieser Ecke ansehen. Ich kann auch mal hier oben in eine andere Region gehen, wo es ein bisschen kälter ist. Hier vorne ist sehr kalt. Freezing steht auch hier dran. Also hier würde dir im Grunde alles wegfrieren. Und da gibt es auch keine Vegetation. Und das ist ganz interessant, wenn du halt hier drüber schaust, ob du hier eine bestimmte Region, die du für dich favorisierst, rausfindest. Dann kannst du, um auch das Spiel zu starten, bevor wir zu den anderen Teilen kommen, kannst du auf Reclaim Unretire beispielsweise gehen. Du könntest also hier drüber rausfinden, ob du eine andere Festung, also eine Festung, die von dir zum Beispiel hinterlassen worden ist oder von einer anderen Zivilisation, ob du diese übernehmen möchtest und weiterführen möchtest. Das ging dann hier drüber. Hier haben wir jetzt nur zwei Stück insgesamt. Hier wird halt klein reingezoomt. An dieser Stelle haben wir zum Beispiel die erste und die zweite an dieser Stelle. Das ist auch eine gute Option. Solltest du auf jeden Fall auch mal checken, wie das bei dir auf der Karte ist. Das wollen wir jetzt aber hier an der Stelle nicht machen. Also mit der rechten Maustaste kommen wir halt hier aus dem Menü wieder raus. Eine andere Möglichkeit, diese Karte zu analysieren, ist, wenn wir hier die Choose Origin Civilization nehmen. Und dann sehen wir hier die verschiedenen Zivilisation der Zwerge, die es halt hier auf dieser Weltkarte gibt. Das heißt, hier unten haben wir schon The Snarling Gates beispielsweise und The Red Lands ist beispielsweise hier verteilt. Ja, jetzt können wir hier diese verschiedenen Zivilisationen einfach mal durchgehen und sehen dann halt hier auch, wie viele verschiedene Städte, Dörfer, Festungen und so weiter es halt eben hier gibt, wie groß die Population ist.
diese Informationen finden wir hier halt alle wieder, wenn wir uns zum Beispiel in die Nähe eines solcher Zivilisationen eben setzen möchten. Ja, aber auch hier gehen wir halt raus. Das sollte nur am Rande einmal kurz gezeigt werden. Und ja, die beste Idee, jetzt so eine Startposition zu finden, ist halt eben jetzt nicht Stück für Stück durch die Karte durchzugehen. Das ist auf jeden Fall interessant. Das sollst du definitiv auch mal gemacht haben. Und da kommen auch mal viele interessante Dinge halt bei raus, wo man ja schon die Fantasie im Grunde schon anregen kann, wo man gerne hin möchte, was man sich gerne ansehen möchte. Aber wenn es halt ein bisschen schneller gehen sollte, dann sollte man halt eben etwas strukturierter da dran gehen und einfach einen Filter halt dafür verwenden. Und das ist halt hier unten dieser Button Find Embark Location. So, und da gehen wir jetzt mal drauf und dann sehen wir hier eine ganze Menge an Filtern, die wir hier halt einrichten können. Oben beginnt es halt eben mit der Größe des Ortes, den wir halt suchen, für den diese ganzen unteren Filter im Grunde angewendet werden sollen. Das heißt, das ist hier so eine Standardgröße, 4x4 Blocks. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie es halt hier aussieht. Ah, hier kann man es relativ groß machen. Die richtige Embark-Location hinterher, die kann halt maximal 6x6 Blocks halt eben groß sein. Aber wir können halt hier auch eine größere Ecke uns raussuchen, wo halt diese Filter halt hier angewendet werden sollen. Aber es ist halt eben auch so, dass diese ganzen Suchkriterien natürlich umso schwerer zu treffen sind, je größer diese Location halt eben ist, also dieser Bereich, den wir halt treffen wollen. Deswegen lassen wir den jetzt erstmal auf 4x4, weil das wird dann halt hinterher auch diese Startgröße von der Karte, die wir halt hinterher besiedeln wollen. Wir fangen mal oben an mit der Savagery. Hier steht es momentan NA dran, also Not Available. Das heißt, bei allen Filtern, hier wo das auch überall eingestellt ist, dass dieser Filter gerade nicht angewendet wird, also dass es dir praktisch egal ist. Bei Savagery hätte ich jetzt auch gesagt, dass wir das auch auf Not Available lassen, dass es uns also egal ist. Wir könnten es auch beispielsweise auf Calm stellen, also dass es halt ruhig ist. Dann finden wir aber natürlich noch weniger. Ich lasse es jetzt hier auch mal ausgeschlossen. Spirit ist genau das, was ich jetzt eben erzählt hatte. Das heißt, hier geht es darum, ob wir einen Evil, Normal oder Good, eine Region haben wollen, also die gutartig ist oder eher neutral. Wie gesagt, die meisten Regionen hier auf der Karte sind halt eben immer neutral. Und vermutlich werden wir dann da auch das meiste finden. Damit könntest du deine Suche hinterher noch mal ein bisschen feintunen. Aber ich würde es hier auch an der Stelle auch erstmal rauslassen zumindest. So, bei Elevation, da können wir halt angeben, ob diese Location, die wir suchen, ob die halt hoch in den Bergen beispielsweise sein soll, im mittleren Bereich oder eher im Flachland. Aber auch das lasse ich jetzt mal raus. Temperature würde ich jetzt hier beispielsweise auf Medium setzen, denn wir wollen jetzt weder hier oben in diesem eiskalten Bereich, noch eventuell weiter unten, irgendwo hier vorne, ist es halt sehr heiß und das ist so wüstenartig. Da gibt es dann dementsprechend auch weniger Regenfälle, da wollen wir halt eben auch nicht hin. Also Temperature Medium bedeutet, dass das von Cold über Temperate zu Warm geht. Das heißt, wir haben Hot und Scorching haben wir beispielsweise nicht da drin und ebenfalls haben wir nicht da drin Freezing, was wir halt hier oben haben. Das heißt, wir haben hier schon einen etwas größeren Temperaturbereich. Rain ist dann das nächste. Ich würde es auch auf Not Available lassen. Hier kann man auch High, Medium, Low angeben. Ist uns an der Stelle jetzt erstmal egal für diesen Tutorial-Fall. Bei Regen ist man immer so hin und her gerissen. Also Regen bedeutet für die Zwerge halt letztendlich, die kriegen halt schlechte Laune davon, wenn die nass werden. Das ist halt eben nicht so schön. Andererseits füllt es aber eben auch Wasserreserven wieder auf. Also wenn du irgendwie Teiche angelegt hast, dann werden die halt eben dadurch wieder aufgefüllt. Wenn du jetzt zum Beispiel keinen Fluss hast, ja, dann ist das mit dem Regen eigentlich schon eine ganz gute Sache. Aber in den meisten Bereichen, wenn wir hier so in der mittleren Gegend sind, wo wir auch eine normale Temperatur haben, ist das mit dem Regen für gewöhnlich auch im normalen mittleren Bereich.
Drainage ist das nächste. Da haben wir, im Deutschen heißt es ja eben Drainage. Das heißt, das ist die Wasserversickerung. Also wie lange steht das Wasser im Grunde auf der Landschaft, bis es weg ist. Auch hier gibt es wieder High, Medium, Low. Würde ich auch auf Not Available setzen. Dann geht es weiter mit dem Flagstone Layer. Da ich jetzt eben schon gesagt hatte, wir brauchen den später, um auch Stahl herstellen zu können, würde ich den von Not Available auf Yes stellen. Also es gibt halt die Möglichkeiten Yes, No und Not Available. Wir lassen es jetzt hier an der Stelle auf Yes. Dann kommen die berühmt-berüchtigten Aquifer. Das heißt, unsere Wasseradern, die unsere Festung unter Wasser setzen. Das würde ich jetzt tatsächlich hier konfigurieren, dass wir bei Light und genauso bei Heavy Aquifer eben No einstellen. Denn das ist das, was so ein entspanntes Spiel manchmal halt schon mal versauen kann. Deswegen würde ich das auf jeden Fall mit rausnehmen. River ist immer eine ganz gute Sache, wenn wir gerade unsere Getränke zwar hergestellt haben, aber jetzt vielleicht neue Migranten gekommen sind und die Getränke leider ein bisschen knapper werden, dann ist das nicht verkehrt, mal ein bisschen Wasser halt hier zu haben. Fürs Angeln natürlich auch. Ich habe auch ein Tutorial gemacht, wo ich zeige, wie man eine unterirdische Zisterne anlegt mit Brunnen. Das könntest du dir beispielsweise dazu mal angucken. Das ist ganz interessant, das kann man halt ganz gut mit einem Fluss halt hier machen. Und deswegen würde ich auch einen Fluss eigentlich immer ganz gerne mit reinnehmen. Ist dir natürlich überlassen, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Dann geht es weiter mit Soil, Clay und Sand. Die würde ich jetzt auch erstmal auf Not Available lassen. Ist uns jetzt erstmal egal. Wir könnten im Grunde Soil hier angeben. Soil ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir was anbauen können. Ich lasse es hier an der Stelle erstmal weg und schaue gleich erstmal, was dann dabei rumkommt. Hier unten gibt es dann noch da die ganzen verschiedenen Metalle, ne? Eisen, Gold, Silber und so weiter. Ich würde sagen, dass man mindestens hier etwas Eisen irgendwo im Boden haben sollte, dass wir auf jeden Fall irgendwie so ein Basismetall für Waffen halt eben haben. Und deswegen würde ich das zumindest auf Yes setzen. Die anderen, die lassen wir erstmal raus, würde ich sagen. Und dann schauen wir erstmal, was uns das so bringt. Wenn wir jetzt anfangen, diese Karte zu durchsuchen, positioniere das nochmal ein bisschen um, so, und klicke auf Beginn, dann sehen wir jetzt hier, dass die Karte von oben nach unten durchgescannt wird. Bei Aquifer Heavy sehen wir jetzt hier gerade, das ist noch in Rot. Das heißt, der hat jetzt hier noch nichts gefunden. Alles, was grün ist, da hat er jetzt schon eine bestimmte Region gefunden, auf die das zutrifft. Jetzt ist es zum Beispiel auch grün geworden. Das heißt, irgendwo haben wir hier was gefunden. Und hier sehen wir nämlich auch schon, das meiste ist halt gelb. Das sind so partielle Treffer im Grunde. Diese grünen Bereiche halt hier, die sind allerdings die uns hinterher am meisten interessieren werden. Lassen wir jetzt hier nochmal ein bisschen scannen. Das dauert auch seine Zeit. Also je größer so eine Karte ist, desto länger dauert das Durchsuchen eben auch. So, du kannst diesen Prozess hier natürlich auch jederzeit unterbrechen mit der Stopptaste. Du kannst auch per Clear Find Results einfach alles wieder hier runterlöschen von der Karte. Dieser Prozess, der läuft sogar weiter. Wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste zum Beispiel wieder dieses Fenster schließe, läuft diese Suche hier nach halt eben auch weiter. In der Zeit könnten wir zum Beispiel hier rumgucken und schauen, ob uns diese Region schon gefallen. Ich warte jetzt trotzdem noch mal einmal kurz ab, bis es jetzt einmal komplett durchgelaufen ist. Das ist jetzt nicht mehr viel. Das letzte bisschen läuft es jetzt noch einmal hier durch. So, das sind jetzt die letzten paar Sekündchen. So, jetzt sind wir einmal komplett durch. Und jetzt siehst du, dieser ganze gelbe Bereich ist halt weggegangen und wir haben jetzt nur noch diese grünen Bereiche, die jetzt hier übrig geblieben sind. Das ist jetzt genau das, was wir uns hier herausgefiltert haben. Ja, und dann können wir uns jetzt mal genau diese grünen Regionen etwas genauer untersuchen. Da klicken wir jetzt einfach mal mit der linken Maustaste mal drauf. So, und dann sehen wir jetzt hier schon verschiedene Flecke im Grunde, auf denen wir theoretisch schon loslegen könnten. Und die können wir uns jetzt nochmal genauer angucken. Da sehen wir jetzt hier auch, wir haben jetzt zum Beispiel hier Sand und auch Erde. Wir haben diese ganzen Bodenschätze und wir haben halt hier auch einen Fluss drin. Temperatur ist warm, wir haben Bäume, Untamed Wilds. Ist halt ein kleines bisschen mehr los, gut, aber wir sind trotzdem im neutralen Bereich.
Da ist alles okay. So, und jetzt könnte man sich hier im Grunde eine von diesen Regionen einfach mal raussuchen. Die sind alle recht ähnlich jetzt hier. Da gibt es also nichts. Obwohl hier vorne, je nachdem, wo wir halt hier hingehen, hier haben wir einmal Shallow Clay hier an der Seite. Ja gut, da bin ich schon ein bisschen raus gewesen. Hier vorne haben wir zum Beispiel weder Sand, keine Erde und haben wir hier nämlich nicht. Auf dieser Seite haben wir es schon. Das heißt, ich würde jetzt hier vorne irgendwo wahrscheinlich eher verweilen. Ich will nochmal einmal kurz raussuchen, zoomen. Little Soil. Ich denke mal, irgendwo hier drunter, das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja, ich denke, so eine Region wie hier vorne, die könnten wir halt problemlos nehmen. Little Soil, Some Soil, das ist ein bisschen mehr. Dann, Other Vegetation Thick. Okay, wir haben jetzt also viel Vegetation. Wir haben sehr viele Bäume, was jetzt erstmal nicht verkehrt ist. Kann manchmal ein bisschen stören, wenn es ein bisschen zu voll ist, aber können wir auf jeden Fall nehmen. Wir haben einen Fluss. Die Temperatur ist, wie gesagt, weiterhin warm hier unten. Unsere Nachbarn sind die Elfen und die Menschen, die jeweils einen halben Tag und einen kompletten Tag von uns entfernt sind. Ja, aber ich denke, das passt soweit. Und dann könnten wir uns im Grunde auch hier gleich hinsetzen. Um diesen Embark zu machen, können wir hier unten auf Embark klicken und können dann diese Embarkgröße halt eben noch verändern. Das habe ich am Anfang schon gesagt, wir können die halt nochmal vergrößern bis auf 6x6. Das ist so die größte Region, die wir im Grunde hier annehmen können. Mit einer größeren Region ist es allerdings auch so, dass der PC halt mehr ausgelastet ist, weil es einfach mehr zu berechnen gibt. Das ist ja eine Region, die halt nicht nur zweidimensional ist, sondern es geht ja dreidimensional auch tief in die Erde rein. Deswegen ist das halt schon eine ziemlich große Region, wenn wir 6x6 nehmen. Ich würde also hier empfehlen, auch weiterhin bei 4x4 bleiben. Wir haben jetzt auch nach 4x4 Gebieten gesucht, wie wir halt jetzt auch hier schon sehen können von der Größe her. Und dann würde ich halt eben hier mich zum Beispiel auf diese Ecke hier setzen, wo wir jetzt den schönen Fluss haben und wo im Grunde alles für uns erstmal passt. Und wenn wir hier draufklicken, dann landen wir jetzt hier im nächsten Menü, wo wir auch nochmal einerseits festlegen können, ob wir denn überhaupt Gegner haben wollen. Wir lassen das mal auf normal, mal gucken, was uns erwartet. Ich würde es nicht auf hart stellen, aber auf off kann es halt eben auch ziemlich langweilig sein, außer du willst es ausschließlich nur siedeln. Die Wirtschaft lassen wir auch auf normal und hier gibt es nochmal Custom Settings. Ich möchte die wirklich nur am Rande hier einmal zeigen, weil das wirklich, viel zu tief im Grunde hier an der Stelle schon geht. Und hier können wir halt eben auch festlegen, ob wir hier Mega Beasts und Rare Beasts und so weiter haben, wann es Auslöser gibt bei einer bestimmten Bevölkerungsdichte. Also dann werden manchmal vielleicht Gegner losgeschickt oder es passiert irgendwas anderes. Wir haben hier, das sind diese Invasionscaps, ne? Das heißt, ab wann halt irgendwelche Invasionen kommen können oder wie groß die sind. Und ich habe mich hier selber noch nicht so richtig mit befasst. Es sind extrem viele Parameter, um das ganze Spiel nochmal etwas fein zu tun. Aber ich will es jetzt hier am Anfang auch nur einmal schnell gezeigt haben, dass es sowas gibt. Aber das ist jetzt nichts, was wir jetzt gerade einstellen würden. Okay, an dieser Stelle befinden wir uns jetzt an so einem Scheitelpunkt, sage ich jetzt mal. Wir können jetzt einfach auf Play Now gehen, um loszulegen mit unserer Standardkonfiguration, mit unseren 7 Zwergen, die schon mit diversen Sachen ausgestattet sind. Oder eben auf Prepare for the Journey Carefully gehen, wo wir im Grunde alles nochmal feintunen können, was welcher Zwerg kann. Und womit wir diese Zwerge ausstatten wollen, was die denn unterwegs mithaben sollen und so weiter. Und genauso hier an der Stelle machen wir dann auch diesen nächsten thematischen Cut. Denn das nächste Tutorial wird nämlich um Prepare for the Journey Carefully gehen. Und das übernächste dann
um Play Now, dass wir dann dort das Interface von Dwarf Fortress etwas weiter kennenlernen. Das heißt, hier machen wir erstmal diesen Cut und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten oder übernächsten Tutorial, je nachdem, wie du möchtest, wo es dann halt eben um diese beiden spezifischen Themen geht. Also bis zum nächsten Tutorial und vielen Dank fürs Zusehen.